So. Terra auch. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. So, Anläufen Söhne haben wir. Wie freue Vorsichtig. Ich mich, diesen Mann zu. Seit ihm die Stadt gehört, erheben die Leute vom Silberblut-Clan Steuern auf alles. Ist doch gut, oder? Mal sehen, welchen Schmuck ich da habe. Kann man sehen, wie man will. So, Hubert. Hubert hat Bekleidung. Ach, die nimmt auch so ein Zeug. Die hat aber nicht viel Gold, ne? Da müssen wir mal schauen. Noch ein bisschen was kriegen wir bestimmt los bei der guten Frau. So, Ring des Führens. Die Silberhalskette. Die Silberhalskette kriegen wir los. Und sonst tatsächlich gar nichts weiter. Sonstiges, vielleicht noch ein Edelstein oder so. Kriegen wir noch einen Rubin, Saphir. Stahlbahn. Du kannst sie auch um Hals hängen, weißt du? Läufst nur ein bisschen gebückt. So, einen Granatstein kriegen wir los. Und dann können wir der guten Frau... Kommt vorbei, falls ihr einen neuen Ring oder eine Kette braucht. Ja, sehr gern. Almosen. Ich sagte Almosen. So, du bist Soldat der Sturm. Was? Wie Schandmaul genannt. Hat ja ein bisschen Recht sogar tatsächlich. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut dies gibt es hier ist eines meiner Lieblingslieder. Und saubere Zimmer. Eine Legende. Es ist so geil, wie die mal alle durcheinander quatschen. Ein Held nach Kriegeherzen fragt. Wahrlich, das ist das Gasthaus Silberblut. Wenn ich euch nicht helfen kann, schreit meine Frau mich bestimmt so lange an, bis ich es doch habe, das Verschüttete weggewischt und frisches Bettzeug für die Zimmer herausgelegt. Glaub mir das Drachenblut nach. Seid ihr nicht Dovakia. Herrlich? Die Feinde von warum kann euer Vater nicht so sein wie ihr und eure so Schwester? Wie du einfach nichts verstehst. Nein. Zum Licht war das Dunkel, vielleicht es lebt später, die Legende. Wenn ich dann immer noch wütend bin. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Das Drachenblut naht, du Nasenbär. Schlüssel zu Margrets Zimmer. Ich meine, hier wäre noch... Ich meine, hier wäre noch eine Quest offen gewesen. Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Zu Recht, Alter, zu Recht. Wie wär's mit einem Septim? Gibt's jetzt hier noch einen Laden oder so? Eine Schmiede wäre oben noch, aber ich glaube, wir haben jetzt nichts mehr groß, was wir irgendwie verwursten können. Also gut. Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Wie auch einfach nie aufhören zu quatschen, Alter. Schnauze! So, Pferd. Ich will ein Pferd. Gib mir mal ein Pferd. Ein Kampfhund ist eine gute Begleitung und ein guter Schutz. Ich krieg noch einen Hund? Nein! Ihr wart bei Namiras Festmahl, nicht wahr? Reden wir lieber nicht darüber. Was alle anderen betrifft, hatten wir ein Essen in einem Gasthaus an der Straße. Und alles war ganz normal. Ganz normal. So wie ich mit dir rede. Verstehst du? So, was könnt ihr mir Margaret erzählen? Ich nehme euch den Hund ab. Gut, hier bitte. Wenn es sein muss, folgt er euch ins Reich des Vergessens und wieder zurück. Ist okay, habe ich jetzt zwei Hunde? Tatsache. Oh Gott. Also das ist hier der Barbons, weißt du, der geht einem richtig hart auf den Sack. Und der nicht so. So, das ist wachsam. Du solltest wieder nach Hause gehen, Hund. Ah, der Hund heißt Hund. Kann ich auch. Ich mag die Treue eines Hundes. Nicht so wankelmütig wie ein Wolf. Okay. Kann ich auch ein Pferd kaufen? Mhm. Ah, bei dem wahrscheinlich. Hallo. Kann ich ein Pferd kaufen? Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? Nichts. Hier ist mein Angebot. 1000 Goldstücke, weil ich es gerade habe. Wann vergeudet nicht meine Zeit? Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? Ja, komm. 1000. Würde ich sagen. Das klingt fair. Sie gehört euch. Wie gesagt, sie steht gesattelt bereit. So, dann gucken wir nochmal. Mögen die Felsen eure Füße nicht straucheln. Pferd von Hubert. So. Juhu.
Ich habe ein Pferd. Und mit dem Pferd mache ich mich auf nach Himmelsrand. Ich winke den Bauern am Flusse zu Markart. So, muss ich überhaupt lang? Ah, zu blau. Probieren wir doch einfach mal, ob wir hier den Hügel hochkommen. Ja. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. So. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Okay. Okay. Ich stehe dir nicht im Weg. Das fährt noch nicht mal DAB, Alter. Kann ich nicht mal Sunshine Live hören hier. Oh, was ist das denn hier? Sieht doch aus wie so ein Diese Dummköpfe kämpfen wirklich. Ist da jemand? So, Granatstein. Granatstein. Wer kämpft denn hier? Genug! Ich ergebe mich! Oh, das tat weh, Alter. Das tat richtig weh gerade. Oh, ey. Ich kann euch nicht besiegen. Ja, da bleibt er mal stehen. Ja, warum denn nicht gleich so? Mann! Siehste, hast du gar nicht dabei gehabt. Hast doch gleich mal so rausrücken können. Aber die Zwergenfalle nehmen wir mit. So, hab ich jetzt eigentlich die falschen umgenutzt, oder? Alter. War teuer! Ach nee. Oh. Das war der falsche. Hallo? Und jetzt steht hier ein Pferd rum, was ich hätte so mitnehmen können, ne? Ne, das Pferd, So, das Pferd hat natürlich jetzt Mucken gemacht. Schade eigentlich. Hätte ich mir die 1000... Halt, Pferdefell nehme ich mal mit. Hätte ich mir die 1000 Goldstücke irgendwie sparen können. Hätte ich das einfach gemopst, weißt du? So, Zeltlager. Von wem denn? Es geht euch nicht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Huh? Alter. Das ist ein kaiserliches Lager, deswegen waren die ja vorhin da oben halt auch und haben Wache gestanden. Ich verstehe. So, okay, das ist... Ach, das war Reach. Warte mal, wir haben doch hier irgendwo was...
noch irgendwo so eine Quest irgendwie gehabt. Warte mal. Wir hatten doch neben den 3 Millionen Quests hier, hatten wir doch auch irgendwo eine Quest, wo wir auch ach, guck mal hier, vertreibe die Abgeschworenen aus der Kolskegger-Mine und bringe ein Detra-Herz zu Mod oder Mod oder wie auch immer. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Irgendwas mit Reach war doch hier vorhin irgendwo, ne? Irgendwas mit befreie Reach oder irgend so ein... Hatten wir doch auch, wenn wir dann gerade mal hier sind, weißt du? Dann können wir doch, glaube ich, auch mal direkt hier aufräumen. Aber scheinbar... Nein. Scheinbar nicht möglich. Okay, dann gehen wir mal an dem Lager vorbei. Mit meinem Pferd. Wo ist es denn hin? Wo habe ich es denn stehen lassen? Da drüben. So, jetzt aber. Hurtig, hurtig, Freunde. Wie ein Besoffener. So, dann reiten wir hier an dem Lager einfach mal vorbei, ganz vorsichtig, in der Hoffnung, dass uns da jetzt niemand irgendwie... Oh, ja. Oh, ich mach's Pferd kaputt. So. Okay, pass mal auf, dann machen wir jetzt hier mal runter. So, dann gehen wir am Lager vorbei. Oh Gott, ich hoffe, das Pferd erholt sich dann irgendwie auch wieder. Nicht, dass es irgendwann mal richtig kaputt geht und dann liege ich da, weißt du? Das wäre natürlich suboptimal. Aber da könnte man auch noch was entdecken. Warte mal. Oh. Bedrohliche Musik. Ich meine aber, das sind alles gegnerische Einheiten. Deswegen gehe ich da jetzt mal nicht ganz so in die Richtung. Weil ich dann doch erstmal die Quest mit diesem Hund irgendwie fertig machen möchte, weil die ist nämlich echt ein bisschen anstrengend, weil der Hund einfach so anstrengend ist. Dann noch weit. So, haben wir nicht allzu weit. Cool, dass die sich so gar nicht bewegen irgendwie. Warum haben die sich nicht bewegt? Mich dünkt, dass eine kurze Notiz hier vielleicht liegen könnte. Da gucke ich doch gerade mal rein in die Notiz. So. Eine kurze Notiz. Da fällt mir gerade ein, ich wollte noch eine... erstmal die kurze Notiz. So. Adriel. Ihr müsst für mich losgehen und vor dem nächsten Turnier die fehlenden Arena-Wölfe finden. Wir haben bei den letzten Kämpfen zu viele verloren und können so viele neue nicht mehr rechtzeitig trainieren. Findet sie und bringt sie schnellstmöglich zur Felsrinnenhöhle. Okay. Hätte ich die vielleicht doch nicht umnatzen sollen? Ups. Nein!
So, Magierlicht. Zaubertrankrezept haben wir. Irgendein Buch hatten wir. Wollt man da auch noch reinschauen? Das fällt mir nämlich gerade so wieder ein. Brief von Falk Feuerbart. Ja. Wenn der Bart mal brennt, dann brennt der auch, weißt du? Und zwar richtig. Aber ich krieg's gerade nicht zusammen. Irgendwas wollten wir noch lesen. Irgendein Buch. War das Ikrotz-Notiz? Giftrezept. Frost, Abstammungsurkunde. Die Fibel des schöneren Busters. IKEA-Katalog, ja, vom Himmelsrand. Ne. Okay, ja, nee. Das ist aber ein Banditenwolf. Und Banditenwölfe, die sind ja immer irgendwie. Oder sollten zumindest irgendwie so böse sein, dass sie direkt angreifen. So, ich schaue jetzt mal gerade. Wir sind jetzt kurz vor dem. Kurz vor der blauen Markierung. So. Ein bisschen durch Himmelsrand reiten. Kann das sein, dass man auch hier hinten lang kommt? Gucke nämlich gerade, weil hier hinten die Festung Nordwacht. Was? Verbrechen. Das ist nämlich hinterm Berg. Also rein theoretisch könnten wir vor dem Berg irgendwie lang. Oder wir versuchen irgendwie uns mal hier hinterm Berg lang zu schlagen. Das sieht auch sehr interessant aus. Weil dann müssen wir nämlich in die Richtung. Wird zwar was zugiger sein. Aber. Ich glaube, es könnte sich lohnen. Volkkreuzung oder Vollkreuzung? Ich hab's gerade jetzt so schnell nicht lesen können. Schrein gefunden. Was kann der denn? Durchsuchen. Ein Dwemer-Konvektor? Da drüben kommen wir gar nicht lang, ne? Aber da muss ich irgendwie lang kommen. Das sieht nämlich so aus, als müsste ich da langkommen können. Nee. Tatsächlich komme ich da gar nicht lang. Schade. Also das heißt, ich muss jetzt quasi hier doch hier vorne lang. Dann gehen wir doch zu dieser. Müsste ein Ork-Lager sein. Alter! Vielleicht hätte ich den Schnaps vor dem Spielen weglassen sollen. Da jetzt lang? Ich muss wahrscheinlich hier auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite vom Fluss, da war ich gerade schon richtig. Verstehe. Hier am Fluss entlang.
So, alte Bergzieher da drüben. Dann geht's tatsächlich doch nur hier unten lang. Also das heißt, der Fluss ist quasi an der Stelle die Grenze. Mal, hier könnte es Ärger geben. Ja, die hat das Pferd immer angreift direkt. Und wie mich der Hund von hinten anspringt, wie soll weitergehen? Pferd kaputt ist, ne? Alter! Oh, die haben was drauf, tatsächlich. Die können was. Alter, dieser Hund, ne? Hier, guck dir das mal an. Hier. Was der macht? Alter! Ich warne dich. Das ist dieser Questhund, weißt du? Der nervt. Achso, nee. Nicht schlafen gehen. Ich wollte hier nur mal gucken, ob es hier was zu gucken gibt. Tatsächlich ist es nur so ein kleines Lager. So, die Pfeile sind nichts wert. Wo ist mein Pferd? Achso, und dann geht's wieder dahin, wo es herkam, weißt du? Dankeschön. Gibt's eigentlich so ein, so eine Art Taste, die ich drücken kann? So eine Pferderuftaste? So, wir müssen jetzt einmal über den Fluss und dann... Hier muss es eine Brücke geben. Tatsächlich doch nicht. Nehmen wir die Naturbrücke. Pferd kann ja schwimmen. Attacke! Komm, zeig's mal den Halunken. Ah, cool. Das war einer dieser Tricks, die mein Buddy da jetzt drauf hat. Durch diese Stäbe und durch diese Zaubersprüche, die ich da hingegeben habe vorhin. Hier ist nochmal so ein Ding, nochmal so ein Dwemer-Konvektor. Das ist der zweite sogar. Mit Zwergenpfeilen. Vielleicht kann man damit später irgendwas machen. Bestimmt. Hier gibt es irgendwo noch eine Höhle. Die sollten wir vielleicht nochmal gucken. Dann hätten wir... So. Die Schwarzfallhöhle. Ob der Name Programm ist? Das wäre natürlich mal... Also reiten muss mich erstmal dran gewöhnen hier in Skyrim. Das ist nochmal... Oh, oh. Uiuiui, Säbelzahntiger. Ja, die können echt gefährlich werden, ne? Genau wie die Bären, aber die treten ja meistens immer nur einzeln oder maximal zu zweit irgendwie auf.
So, warte mal, da drüben wäre... Achso, das ist jetzt das Ork-Lager. Da reiten wir mal hin. Die sollten eigentlich friedlich sein. Eigentlich. Guten Morgen. Mor Kaskur entdeckt. Okay. Also die Orkstätte haben wir uns tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Bis auf eine einzige, wo wir hier sowieso hin mussten. Aufgrund einer Quest. Die lasse ich jetzt einfach mal noch zu. Und die besuchen wir dann irgendwann mal im Laufe der... Wenn wir mal ein paar weniger Quests irgendwie haben. Es wird dann sonst zu viel. Ich will erstmal so ein bisschen was wegarbeiten. Hast du? Und dann... geht's tatsächlich nicht lang. Und dann möchte ich ja erstmal das Haus bauen. So zur Abwechslung. Okay, Kiefern. Hier wird es wahrscheinlich Hexenende. Nichts mehr geben. Dann können wir jetzt auch das kleine Stück schnell reisen. Siehst du, haben wir direkt nochmal Schleichen verbessert. Und dann müssen wir... Huch. So, ich steige jetzt hier mal ab. So, du bleibst da jetzt mal und dann treffen wir uns in der nächsten City. Komme ich da jetzt hoch? Pass mal auf, durch Trick 17, pass mal auf. Ich hüpfe hier einfach irgendwie hoch. Ja, könnte. Muss ich quasi ein bisschen hochglitschen mit ein bisschen Glück. Das ist quasi der Hintereingang von dieser Höhle. Und mit ein bisschen Glück kann man die dann entdecken, wenn man sich ein bisschen hochglitscht. Komm schon! Das wird, glaube ich, zu knapp, ne? Wo müsste ich denn dann lang? Wahrscheinlich einmal hier rum, ne? Huch, na, das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache, aber es ist nicht ganz so weit. Müsste dann rein theoretisch hier vorne irgendwo sein. Oder auch nicht. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen überfragt. Ach. Klar, guck mal, wo ich stecke. Das kann ja auch nichts werden. Thomas, wenn du dich in so einem Rondell befindest und völlig falsch abgebogen bist. So, warte mal, müssen wir da jetzt... Ich komme da gar nicht lang. Hm.
ich verstehe. Ich muss da irgendwie... Ach, pass mal auf. Dann reise ich mal hier hoch zu dieser Höhle. Dann bin ich wahrscheinlich eine Etage zu tief gewesen. So, das Pferd reißt ja dann automatisch überall mit hin. So, dann latschen wir jetzt das kleine Stück. Nehmen wir am besten einmal den Weg. Den offiziellen. So.